In diesem Video geht es um die besten Eisenpfannen. Der Qualitätssieger in unserem Eisenpfannetest geht an den Rösle 1888. Profi- und Gourmetköche kennen das Geheimnis von Eisenpfannen. Sie sind ideal zum kurzen und scharfen Anbraten und sind prädestiniert für das perfekte Steak. Dank eines hohen Stahlanteils, der ihnen eine super Wärmeleitfähigkeit verleiht. Neben der guten Hitzeleistung glänzen sie mit minimalem Energieverbrauch und einer langen Lebensdauer. Die Patina, die sie im Laufe der Zeit entwickelt, wirkt wie eine natürliche Beschichtung. Und so ist jede einzelne der hochwertig geschmiedeten Eisenpfannen ein Unikat. Klassische Bratpfanne aus geschmiedetem Stahl, auch zum Servieren geeignet. Angeschweißter, flacher Hakenstiel, in unterschiedlichen Größen erhältlich. Charakteristische Oberflächenstruktur mit Korrosionsschutz. Sehr gute Wärmeleiteigenschaften. Ideal für Bratkartoffeln, Kartoffelpuffer und kurzgebratenes Fleisch. Handreinigung mit einem feuchten Tuch. Gut trocknen lassen und mit Öl einreiben. Gemacht in Deutschland. Zur Verwendung auf dem Grill, Herd, Elektro, Keramik, Gas, Induktion und im Backofen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der De Beijer 5610. Für Bräunen und Grillen von Lebensmitteln ist die Eisenpfanne ein Muss. Sobald die Eisenpfanne Temperaturen über 140 Grad Celsius erreicht, versiegelt diese das Essen auf der Oberfläche, da der natürliche Saft des Lebensmittels karamellisiert die Maillard-Reaktion. Die sich bildende Kruste hält Feuchtigkeit davon ab, zu verdampfen. Das Essen wird somit braun und knusprig auf der Oberfläche und bleibt zart und saftig in der Mitte. Perfekt zum Braten von Fleisch und Kartoffeln und zur Zubereitung von knusprigen Crepes und leckeren Omelettes. Pflege ablöschen, mit warmem Wasser abspülen, trocknen und leicht einölen. An einem trockenen Ort lagern. Der Preis-Leistungs-Sieger in dem Eisenpfannetest ist die Kicheli Eisenpfanne. Um Ihnen eine gebrauchsfertige gusseiserne Pfanne zu liefern, durchlaufen alle gusseisernen Kochgeschirre die werkseitige Vorlagestufe, in der auf diesem hohen Kopf Sojaöl verwendet wird, sodass die Polymere eine erste Schicht Gewürz bilden können. Diese eine werkseitig abgelagerte Schicht entspricht 10-15 Schuss normaler Heimwürzung. Dadurch ist unser gusseisernes Kochgeschirr sofort einsatzbereit. Eine erste Reifung ist nicht erforderlich. Um die werkseitig abgelagerte Gusseisenschicht jedoch zu erhalten, müssen Sie sie von Zeit zu Zeit nachwürzen. Das Gewürzen in der Fabrik ist nur ein Kickstart in das Gewürzleben Ihres Kochgeschirrs. Nicht zu vergessen, dass das Würzen ein ständiger Prozess ist. Wenn Sie möchten, dass Ihr Gusseisen eine perfekte schwarze, antihaft beschichtete Patina behält, dann beginnen Sie mit dem Kochen. Regelmäßige Anwendung und ordnungsgemäße Wartung sind der Schlüssel zu einer begehrten schwarzen Antihaftbeschichtung. Um die Antihaftbeschichtung Ihres gusseisernen Kochgeschirrs zu erhalten, gehen Sie wie folgt vor. Deine erste Mahlzeit. Es wird dringend empfohlen, mit dem Braten von Speck zu beginnen, da er die Gewürzschicht der Fabrik verbessert, indem er der Beschichtung noch mehr Öle hinzufügt, obwohl alles andere den Zweck erfüllen könnte. Mit gusseisernen Kochgeschirren müssen Sie keine großen Mengen Öl verwenden, um Kartoffeln eine goldene, knusprige Farbe zu verleihen. Die schöne schwarze Antihaftpolitur auf der Oberfläche ist ein Zeichen für eine gut abgelagerte Pfanne, die fast antihaft beschichtet ist. Mit den Pfannen aus Gusseisen können Sie unsichere Chemikalien vermeiden, die in Antihaftpfannen enthalten sind und unerwünschte Schäden an Ihren lebenswichtigen Organen verursachen können. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.